Bist du ein super Langschwert, Zweihänder? Gewandtheit plus 3, also ja, du müsstest ein Zweihandschwert sein. Genauigkeit, Treffer können niederschlagen. Was für eine Waffe. Wow. Grollheger, Ritzelis Dorn, das ist ein Dolch, oder? Nee, das ist ein Speer. Oh. Moskito, das ist ein Degen. Angolis Brustharnisch. Gibt Bewegungseifer des Verderbens. Okay. Stimme des Berggipfels. Sänger Wirkungsbereich. Bo Der ist sowas von gekauft für Kanna. Die Töchter nehmen wir auch mal mit. Ach, nehmen wir auch mal die ganzen Werkzeuge mit. Ich lese nämlich ständig in den Stiefel übereilige Befehle Bonus. Wirkungsbereich plus 20% Wirkungsbereich eifrige Aura. Der ist auch gekauft. Okay. Ich lese nämlich ständig in den Tipps im Ladebildschirm, dass sich diese Werkzeuge aufbrauchen können. Deswegen gehen wir mal vorsichtig an die Sache ran. So. Geben wir dir mal einen Haufen Xauribsspeere. So, und die hier. Und Jagdbögen kannst du auch ein paar haben. Ach, geben wir dir einfach mal alles, was nichts ist. Haben wir hier was? Ja, hier haben wir ein paar Sachen. Und hier haben wir jede Menge Kapuzen. Oh, habe ich gerade auch die. Nein, das sind alles nur normale Kutten. Hier will ich nichts verkaufen. Oh, hier könnte ich mal Fangzahn des älteren Löwen. Horn einer Antilope. Ich hatte 5. Ah ja, da steht die 5, ja. Bärenhaut. Löwenhaut kann auch weg. Zerschmetterte Animatrüstung. Ja, die kann auch weg. Und handeln. Ah, jetzt ist alles bei Hagrim. Okay, Phalegina, du kriegst die. Was hast du denn für Stiefel? Toter Mann steht. Ah, die geben wir dann mal Edda. Was hat Edda? Reflexbonus. Okay, Reflexe. Du hast auch schon was. Verfassung. Okay, Reflexbonus für dich. Das war für Kanna. Das heben wir mal so auf. So, die Werkzeuge können alle mal weg. Ich weiß nicht, was das Ding macht. Außer, dass es wahrscheinlich nichts macht. So, für Kanna. Okay. Gut, dann reden wir noch mal mit der Alchemistin über die verschwundene Frau. Dann gehe ich mal kurz nach Norden den Weg raus. Ich will mal gucken, wo lang es dahin geht. Sure. Oh, hier ist auf jeden Fall noch was zum Pflücken. Ein Sankrianshorn, okay. Ach, hier können wir auch noch rein. Das ist ein nicht markiertes Haus, also dürfte es nicht so wichtig sein. Vielleicht sind wieder nur Leute drin, in dessen Seelen wir gucken können. Ja. Und wir könnten ihn beklauen. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Hauptbuch, in dem Kauf- und Verkaufsbeträge für verschiedene alchemistische Zusagen und Gebräue aufgelistet sind. Also nichts Wichtiges. Okay.
neue Karte entdeckt. Oh, ach so, das ist der Turm. Okay. Ach so, wir sind ja schon hier beim Turm angekommen. Wie schnell das geht. Plus Schilf, gut. Dann gehen wir mal hier hinter dem Turm durch. Flussschilf. Ja, noch mehr Flussschilf. Gerade keine Ahnung, für was wir das benutzen könnten, aber besser es zu haben, als es nicht zu haben. So, über die Brücke können wir rüber. Wir können mal kurz gucken. Hier lang geht es auch nur zur Dürfurt-Flusskreuzung. Okay. Sturmwallschlucht, Feuerfälle. Ich weiß auch langsam nicht, wo wir Saganis Freund finden können. Der kann nur hier unten irgendwo. Hier geht ja der Weg weiter. Also muss es hier an die Küste gehen von den Feuerfällen aus. Ja gut, das werden wir dann aber sehen, wenn es soweit ist. So, befragen wir erst sie nochmal. Eigentlich... Sie sieht eine ihrer Verbindung zurecht. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wenn du dich bald wieder ins Getümmel der Straßen stürzen wirst, hätte ich da einige nützliche Wunsch sein für dich. Eigentlich suche ich ja nach einer verschwundenen Edelfrau. Oh, die Tochter dieses Fürstens. Als ich sie neulich morgens sah, war sie ganz grün im Gesicht. Sie hat mit Tigel geplaudert vor seinem Naden. Sie deutet auf den zerfallenen Turm. Du sprichst da über Morgenübelkeit. War sie schwanger? Lord Hardrod sagte, dass die Reise sie krank gemacht hätte. Sie lacht. Das war keine Reisekrankheit. Glaub mir, ich weiß, was ich sehe. Was war mit ihr los? Sie zupft an einem Verband. Nichts gegen dich, aber ich kenne dich ja kaum. Ich bin keine Tratschtante und ich möchte dem armen Mädchen auf keinen Fall noch mehr Schwierigkeiten machen. Du sprichst da über Morgenübelkeit. War sie schwanger? Sie seufzt. Genau, und deshalb war sie auch vollkommen durcheinander. Ihr war so übel, dass ihr nicht mal Tigris Geruch auffiel. Ich bot ihr einige Kräuter an, um das Problem zu erledigen. Ich dachte, das würde ihr einige Schwierigkeiten mit ihrem Vater ersparen. Aber sie wollte sie nicht nehmen. Vielen Dank für die Information. Ja, kann ich sonst noch was für dich tun? Leb wohl. Okay, das wirft ein ganz neues Licht in diese Sache. Reden wir mal mit dem Gerber darüber und gucken mal, was der für Rüstung hat. Vielleicht hat er eine schöne Rüstung für Sagani endlich mal. Ich kann es nirgendwo finden. Ich habe es nicht. Darüber unterhalten wir uns später. Ich gehe jetzt zurück zu den Farben. Ich kümmere mich um unsere Kunden. Aha. Wer bist du, Saban? Zum Warum bin ich nicht geschaffen, Zwerg? Sprich mit Tigre, wenn du Fragen hast. How do you do? Ein kräftiger, breitschultriger Mann wischt sich seine Hände an seiner Hose ab. Er stinkt nach demselben übrigen Gemisch, das auch in den Fässern aufsteigt. Und seine Arme sind mit Farbe beschmutzt. Möchtest du etwas Leder kaufen? Was befindet sich in dem eingestürzten Turm? Er ist eingestürzt. Nichts. Er rollt seine Augen nach oben und zuckt mit den Achseln. Ein paar Häute auf Strecke stellen und der Teigbank über den Dingler immer schimpft. Der Rest der Burg ist Staub. Genau wie diese dumme Lady Teno, die versucht hat, sie zu halten. In der Schenke gibt es einen Bahn, der bei Bedarf die ganze verdammte Geschichte erzählen wird. Er wischt sich mit dem Hemdzipfel einen Farbtext von dem Ellbogen. Brauchst du sonst noch was? Rumbald erwähnte etwas über einen Ogre. Seit seine Schweine verschwunden sind, hat er kaum über etwas anderes gesprochen. Das ganze Dorf macht sich Sorgen wegen dieses Monsters. Die Leute sehen in der Nacht Gestalten an ihrem Fenster vorbeischleichen und das Schnarchen ihrer Partner halten sie für Ogre-Gebrüll. Wenn jemand dieses Monster beseitigt, würde das viele Leute beruhigen.
Er kratzt rote Farbpigmente unter seinen Fingernägeln heraus. Allerdings gehe ich manchmal in die Wildnis, um Zutaten für meine Farben zu sammeln. Östlich von hier, nahe des Flusses, habe ich Spuren gesehen, für die für mich ganz eindeutig waren. Was kannst du mir über Elis Harrond erzählen? Er zog mit den Achseln. Nur, dass die Männer ihres Vaters auf der Suche nach ihren Türen eingetreten und für Ärger gesorgt haben. Ich selbst habe sie nie getroffen. Das ist merkwürdig. Dengler sagte, dass ihr beide euch kennen würdet. Hedina sagte, dass ihr beide euch getroffen hättet. Er verschränkt die Arme. Der Gestank von Talg und Tierdung strömt von ihm in deine Richtung. Ach, tatsächlich? Was hat sie sonst noch gesagt? Sie hat euch zwei sprechen sehen. Worum ging es? Ihr Vater hat sie hergeschleift, um sie irgendeinem Provinzadligen anzuhängen. Also suchte sie nach etwas Andenkung. Und ich kann ihrem Wunsch sehr gerne nach. Vor ein paar Nächten schlichen wir uns für ein paar ungestörte Stündchen über den Fluss, nur um dort herauszufinden, dass wir gar nicht alleine waren. Ein Oker, der noch ungeheuerlicher als Wilfrids Geschichten war, sprang aus dem Wald und wir waren so im Überschwang des Augenblicks gefangen, dass wir ihn nicht bemerkten, bis er uns erreicht hatte. Bevor ich noch meine Hose hochziehen konnte, schnappte er sich Eddie und verschwand in der Nacht. Warum hast du das nicht ihrem Vater gesagt? Also hast du sie im Stich gelassen, Feitling. Jetzt verstehe ich, warum du das für dich behandelst. Bitte verstehe mich nicht falsch, aber in diesem Raden riecht es wie in einem Plumpsko. Und ich sollte hier wirklich glauben, dass die Tochter des Fürsten mit dir in den Wald gegangen ist? Nehmen wir mal das. Zuerst mal ein böses Gesicht. Zügle deine vorlaute Zunge. Ich glaube nicht, dass man das richtig verstehen kann, Fremder. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich versuche nur, sie zu finden. Er kneift die Augen zusammen. Wie ich schon sagte, der Ogre ist zusammen mit ihr verschwunden. Hat sie wahrscheinlich in seinem Versteck mitgenommen, wo auch immer das sein mag. Er schätzt dich mit seinem Starren ein. Sie könnte noch am Leben sein. Ich bin nicht in der Lage, sie zu befreien. Aber dieser Harrond sieht so aus, als ob er für jeden, der sie finden kann, ein paar Kupferstücke übrig hätte. Er kratzt sich mit rotgelben, verschmutzten Fingern seine Wange. Andere hier haben den Ogre östlich des Dorfes gesehen. Erst vor ein paar Tagen hatte er sich fast alle von Roberts Schweinen geschnappt. Wenn ihr jemand finden würde, gäbe es in Dürford jede Menge dankbare Leute. Sag mir, was du zu verkaufen hast. Also ich glaube nicht, dass der Ogre sie hat. Eine außergewöhnliche Rohhautrüstung und sonst. Hügelgürtel der sterblichen Schnalze? Des sterblichen Schutzes. Schaden durch kritische Treffer verringern. Klingt nicht schlecht. Trollhaut. Plus 1 Ausdauer. Hüftgürtel des sterblichen Schutzes. Ja, von mir aus. Trollhautgürtel wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, dankeschön. Du trägst schon einen. Ja, du trägst den sterblichen Schutzes, aber du trägst keinen. Regeneration plus 1. Ach so, Regeneration plus 1. Okay. Gut. Ich glaube, ich habe Mechanik 7. Ich bin mal so frech. Und guck mal kurz da rein. Ich habe das Gefühl, dass sie... Halte ich aus meinem Privatgemäch entfernt. Was machst du bei den Augen des Bildnis? Samba halt ihn auf. Mit wütenden Augen hebt er seine Axt hoch. Okay, das wollte ich nicht. Ich will erst einmal ihm einfach mal glauben. Deswegen lade ich das Quicksave mal neu. Verlass einfach die Mühle und speichere draußen nochmal richtig. So, gut. Manchmal dauert das Laden wirklich lange, auch wenn es nur ein kleiner Raum ist. Oder er muss ganz Dürfurt neu laden. So. Also gut. Spielstand speichern. Dann suchen wir in der nächsten Aufnahmesession mal nach dem Ogre, auf welchen ich glaube, dass er die Frau nicht hat. LP 13, speichern.
So, und dann sehen wir uns gleich wieder.